Wie stramm ist die? Müssen wir noch, ob wir quasi richtig. Musst du kurz gucken, wo die Kamera ist. Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial hier bei Let's Multiplay. Mein Ziel ist es, da ich jetzt ja auch eine VR-Brille habe, quasi meinen gesamten Raum in der Breite mit einem Greenscreen abzudecken, damit ich quasi auch mich selber in das Video reinschneiden kann und auch in voller Montur zu sehen bin. Dazu habe ich ein bisschen eingekauft. Und zwar, was ist der Plan? Ich möchte einen Greenscreen haben, der halt auch auf- und zuziehbar ist, der halt komplett über die ganze Wand rüber geht. Was habe ich dazu gekauft? Einmal hier 3x6 Meter Greenscreen. Kann ich auch gleich schon mal aufmachen. Gibt es bei diversen Anbietern für um die 30 Euro zu kaufen. Ich habe auch ganz bewusst darauf geachtet, dass die Farbe das schön kräftiges Grün ist. Ich zeige mal, wie es vorher aussah. Einige von euch kennen vielleicht auch schon den alten Greenskin von mir. Das ist so ein mobiler Greenskin, den kann man halt einfach ganz locker und lässig irgendwo hinstellen, aufklappen. Und wenn ihr das jetzt hier schon seht, das wäre auch wirklich ganz praktisch und cool, aber ich gucke jetzt mal, dass ich hier komplett einmal aufklappe. Ihr seht schon, dass das Grün wesentlich kräftiger ist. Das macht es nachher für die Videobearbeiter auch wesentlich einfacher, das Grün rauszufiltern. Der Stoff hier hat irgendwie damals einen Zehner gekostet. Der hat hier jetzt knapp 30 Euro gekostet. Man merkt da auch schon den qualitativen Unterschied. Natürlich ist der hier, den ich jetzt gekauft habe, auch ein wenig größer. So, was habe ich noch? Ich war dann im Baumarkt, habe mir so ein lustiges Seil gekauft. Gucken, ob das jetzt irgendwie mal nachwegs aufkriegen. So, das ist ganz einfaches, dünnes Seil, was ich jetzt nachher an die Decke anbringen werde, beziehungsweise an die Wand anbringen werde, kurz über der Decke. Und was brauche ich noch dazu? Das sind hier so kleine Metallösen, da legt man das Seil einfach drum, zeige ich ja nochmal im Detail. Dann haben wir hier Klemmen, um das Seil festzujustieren, damit es sich halt auch nicht bewegt. Und damit der Stoff vom Greenscreen auch vernünftig an dem Seil geführt werden kann, habe ich hier so Gardinenhaken, also Ringe mit Klammern, Faltenlegehaken Metall. Gekauft 10 Stück sind da drin. Da wird das Seil nachher durchgelegt und hier unten kann man das dann quasi ranklemmen, zeige ich aber auch nochmal im Detail. Und nachher ganz einfach hier 2 Haken für die Wand, wo man dann quasi einfach das hier reinlegt. Das zeige ich euch aber gleich auch. Und jetzt wird erstmal gebohrt. So, die Löcher sind gleich angebohrt, zeige ich euch gleich auch nochmal. Wir haben jetzt hier das Seil und hier diese kleine Lasche. Und die Lasche kommt nachher auf den Haken rauf. Und wir müssen jetzt ja irgendwie schon mal anfangen. Deswegen beginne ich jetzt quasi eine Seite des Seils fertig zu machen und dann schieben wir auch gleich diese Halterung hier drauf. Das ist nicht so gedacht, sondern wirklich für die Gardine. Wir klemmen das Ganze so fest, dass es nachher so aussieht, wie man hier sehen kann. Und jetzt kommen diese kleinen Dinger hier zum Einsatz, die ich dann aber vorher drüber spannen sollen. Genau, wir haben jetzt hier, ziehen wir jetzt das Seil nochmal durch, dass wir quasi so eine kleine Schlaufe hier erzeugen. Und dann sehen wir, dass wir es hier fest drehen können. Ein bisschen Fummelarbeit. Braucht man geübte Hände für. Wenn man keine Kinder zur Hand hat, die das machen können. Aber Kinderarbeit ist auch in Deutschland verboten.
Und dann ziehen wir jetzt hier, legen wir die Lasche drüber. Und ziehen die ein bisschen fest. So. Man braucht eigentlich drei Hände dafür. So. Und jetzt ist der erste Teil vom Seil quasi auch fertig. Man kann es natürlich auch einfach abschnipsen hier, wenn man so eine kleine Zange oder irgendwas hat. Das hilft dann auf jeden Fall. Man kann theoretisch auch noch einen Knoten reinmachen. Hier jetzt. So. Dann kann man sich auch zu 100% sicher sein, dass sich das Seil nicht mehr aus der Halterung rauslöst. Ne? Nicht schön, aber selten. So, wir haben jetzt hier die Klemmen schon mal draufgezogen auf das Seil. Man sieht hier oben das Bohrloch. Und das, was wir eben gerade vorbereitet haben, ziehen wir jetzt hier einfach drüber. Und schon hält die Kiste. So, jetzt kommt der eigentliche wichtige Teil. Und zwar müssen wir jetzt die Länge von dem Seil bestimmen. Und deswegen habe ich auch nur eine Seite fertig gemacht. So. Hier haben wir die ganzen Dinge ein bisschen rüber. Boing. So. Und ich habe, wie gesagt, auch deswegen schon die Nippel, die Klemmen drüber gemacht, damit ich quasi nachher nicht noch irgendwie doppelt und dreifach arbeiten muss. So. Jetzt ziehen wir das Seil, soweit wir es brauchen, ungefähr hier, und wissen jetzt, wie stramm ist die, müssen auch, ob wir quasi richtig, musst du kurz gucken, wo die Kamera ist, oder ob ich auch richtig ausgemessen habe. Und man sieht, ich habe sogar richtig ausgemessen. Fantastisch. Ein Traum. So, jetzt können wir die Dinger hier so ein bisschen hin und her schieben schon mal, damit wir ungefähr nachher wissen, wie wir den Greenscreen anbringen. Ich habe das jetzt auch mit den Klemmen so gemacht, damit der Greenskin-Stoff sich beim Auf- und Zuschieben nicht so abreibt, beziehungsweise war eine Idee von Anja. Von daher war es so schon ganz gut. So, jetzt kann ich eigentlich den Teil hier abschneiden. So, nachdem das Seil jetzt gespannt ist, bin ich gespannt, ob der Stoff jetzt hier auch an den Gardinenhalterung hält. Ich klemme jetzt hier einfach mal ran. So. Mal schauen, ob das alles so hält, was es verspricht. Wir gucken, dass der Abstand so ein bisschen passt. Das kann man so ein bisschen nach Gefühl machen. Und dann gucken wir mal, ob es klappt, und dann bin ich gleich wieder da. So, ja, liebe Zuschauer, ihr seht jetzt, es ist vollbracht, es ist fertig, der Greenscreen hängt hier an der Wand. Man kann auch theoretisch hier noch auf das Regal hinten zurückgreifen, wenn man da mal Platten braucht. Und ja, jetzt steht quasi, kann ich mir so ungefähr vorstellen, also mit der Valve auf, kann ich mich dann hier komplett frei bewegen oder auch mit dem Greenscreen im Hintergrund mich quasi direkt ins Spiel rein teleportieren. Dazu gibt es ja noch ein paar Aufnahmen. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Hidan und Nico und natürlich auch an also die mir zwei Spiele geschenkt haben. Ich habe heute Geburtstag. Ganz besonderen Dank geht natürlich auch Anja und den Kindern. Die haben mir auch wunderbare, fantastische, tolle Sachen geschenkt, wo ich mich sehr gefreut habe. Und ja, weiter geht's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar unter den Kommentaren stehen. Und wenn ihr noch kein Abo da lasst, dann macht auch gerne ein Abo da. Bis bald, Peace out, Freunde von Discord.